Als Nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Diplom-Ingenieur Georg Strasser. Danke, Herr Präsident, geschätzte Frau Bundesministerin, Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ja, geschätzte Frau Kollegin Meindl-Reisinger, ich darf mich wirklich recht herzlich bedanken für die vielen Diskussionsbeiträge, die Sie gegen Ende des Sommers und jetzt auch im Herbst rund um die Weiterentwicklung unserer Kindergärten, unserer Krippen und auch im Bereich der Elementarpädagogik eingebracht haben. Und ich kann Ihnen versichern, auch in unseren Reihen wird über diese Dinge nachgedacht. Eines darf ich aber schon anmerken. Bevor man mit Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit Institutionen wenn man diese mit auf einen neuen Weg nehmen möchte und wenn man mit ihnen Reformen machen möchte, dann sollte man zuallererst Respekt und Wertschätzung für die bisher geleistete Arbeit entgegenbringen. Und ich kann Ihnen versichern, in den Kindergärten und Horten in unserem Land wird von den Pädagoginnen und Pädagogen, von den Helferinnen und Helfern, von den Gemeinden, Betrieben und privaten Einrichtungen hervorragende Arbeit geleistet. Und in unseren BAKIPs, den Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik, wird auch hervorragende Arbeit geleistet. Und ich kann Ihnen ebenfalls versichern, bei uns im westlichen Niederösterreich und im angrenzenden Oberösterreich kommen hochqualifizierte und hochmotivierte Damen und Herren aus diesen Schulen zu uns und wir haben beste Arbeitsbedingungen für sie und für die meisten Absolventen haben wir sogar einen Arbeitsplatz. Und auch die Eltern und die Kinder sind in den Bundesländern über weite Strecken mit dem Service in den Kindergärten und Krippen hoch zufrieden. Und ich möchte Sie in diesem Zusammenhang durchaus ersuchen, die Situation in Wien nicht immer direkt zu vergleichen mit den Situationen in den Bundesländern. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass es viele Aktivitäten und Initiativen gibt, die die Ausbildung, Weiterbildung und Spezialisierung in diesem Bereich zum Ziel haben. Einiges wurde schon genannt, die Reform der Pädagoginnenbildung, wo jetzt auf Universitäten es möglich ist, Curricula und Studien anzubieten. Die Forschung und Lehre müssen natürlich in diesem Bereich Hand in Hand gehen und so sind, und wir haben uns das genau angeschaut, in Graz gibt es einen existierenden Lehrstuhl, in Innsbruck, Linz, Salzburg und Feldkirch in Vorarlberg werden Lehrstühle gerade aufgebaut. Am FH-Campus in Wien gibt es einen neuen Lehrgang und die Initiative Kiwi wurde auch bereits genannt, nur was sie uns verschwiegen haben, dass unser geschätzter Kollege Karl-Heinz Töchterle maßgeblich an der Entwicklung dieser Angebote beteiligt war. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Er meint, wir haben hier starke Pflanzen gesetzt, die durchaus in unserer Bildungslandschaft sich gut entwickeln werden. Und erlauben Sie mir abschließend noch einen Gedanken. Wir erleben immer wieder in der öffentlichen Diskussion, wenn es um Bildung geht, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es um Standortpolitik geht, den Ruf nach höheren Akademikerquoten. Und es gibt auch Stimmen, die sozusagen als Kontrapunkt, dass die Wortschöpfung Akademisierungswahnsinn erfunden haben. Eine interessante Wortschöpfung, Akademisierungswahn. Und ich sehe auf der anderen Seite einen großen Konsens in der Bevölkerung, dass eine akademische Ausbildung nicht unbedingt ein Garant dafür ist, dass man dann im Beruf sehr, sehr erfolgreich ist. Und aufbauend auf diesen Gedanken schließe ich mit einem Zitat eines befreundeten, jungen, hochmotivierten Pädagogen, der in einer BAKIP unterrichtet und auf einer pädagogischen Hochschule auch. Also ein Mann, der durchaus weiß, wovon er spricht und der die Praxis sehr gut kennt. Heute zu Mittag eingeholt. Wir brauchen Kindergartenpädagoginnen, die Praktikerinnen sind und ein großes Herz für Kinder haben und keine bloßen Akademiker. Dankeschön und alles Gute.
Es gebe, angefangen bei der Reform der Pädagoginnenausbildung, zahlreiche Aktivitäten, um die Ausbildung von Kindergärtnerinnen und das Betreuungsangebot zu verbessern, betont Georg Strasser, Familiensprecher der ÖVP.